Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Feuer86 mit der Verlosung des 900 Abonnenten Specials. Nochmal vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme und dass ihr das so zahlreich mitgemacht habt, ist klar. Und was gibt es eigentlich überhaupt zu gewinnen? Ja, einmal hier The Fast and the Furious 7 im Mediamarkt exklusiv Steelbook oder auch die Paul Walker Edition, weil eben von der Paul Walker drauf ist. Ne? Und einen 5€ Gutschein vom Megastore Palast. Der Gutscheincode schreibe ich dann später noch hier unten rein. Und dann wird alles zu euch nach Hause geschickt. Ja. Und ihr müsst ja auch was dafür tun. Und die Frage war, wie war die Frage? Welches Unboxing-Video wurde von mir noch nie veröffentlicht, weil ich damit nicht zufrieden war? Ja, und ich dachte mir, weil ihr alle so zahlreich mitgemacht habt, mache ich mir kurz ein bisschen Platz. Stelle ich es euch mal hier kurz vor, nämlich viele haben richtig geraten, nämlich die Stay Puft Edition von Ghostbusters oder wie ich es nenne, die Stay Puft Edition. Warum ich das angeboxt habe, kann ich euch sagen, ich bin einfach damit sowas von unzufrieden und vor allem das Geld, was das Teil gekostet hat, ist es nicht wert gewesen. Ich habe es Gott sei Dank schon reduziert bekommen vom Mediamarkt in Greifswald, wo ich beim Ralf oben war. Das Ding kostet nämlich so 49€. Und ich habe es für 35 bekommen, ist auch noch ein Haufen Geld für dieses Teil, muss ich ganz echt zugeben, denn das ist der einzige Hinweis, dass es in die Stay Puft Puff Edition ist. Und da ist eine Vinylplatte drin. Viele kennen Vinyl vielleicht noch, ne? Die großen Schallplatten von früher aus den 70er Jahren. Und ich dachte eigentlich überhaupt, dass da halt der komplette Soundtrack von Ghostbusters drauf ist. Nein. Sondern da sind gerade mal zwei Lieder drauf. Einmal Ghostbusters von Ray Parker Jr. und von Run-DMC. Und das war es auch schon. Ja, toll. Aber wir haben hier noch ein bisschen was Besonderes dabei. Ne? Und zwar drei der Nicolas-Bilder. Schön, sind echt cool. Also erstmal, hier eben diese ist so wie Watte, aber ihr seht schon, es ist extrem empfindlich, denn kaum war die im Auto gelegen und sie war auf nichts Spitzen gelegen, wohlgemerkt, sind schon mir die ersten Dellen drin reingekommen. Da war ich erstmal extrem stocksauer und eigentlich auch irgendwo, wo man hin, dann kommt immer irgendeine Delle rein. Dann kann man hier aufklappen, denn innen drin ist es schon cool, muss ich zugeben, schaut geil aus. Ist schon lustig, aber dann haben wir hier die Schallplatte, die ist komplett in weiß, nämlich einmal hier vorne drauf ist eben Ghostbusters und hinten drauf ist gar nichts, ist komplett, ist, da ist kein Lied drauf, ist einfach nur die vordere Seite und hinten nichts, katastrophal. Also wie gesagt, es ist für mich wirklich nicht den Preis wert gewesen und deswegen habe ich alle vorgestellt, aber die 3D-Nicola will ich euch auch nicht vorenthalten, keine Sorge. Wenn ich jetzt das doch mal für euch unboxe, ich hätte sie mir eigentlich so wie sie ist, eigentlich gleich weiterverkauft. Und ich jetzt rein, jawohl, gut. So. Und hier auf der anderen Seite sind eben diese 3D-Bilder drin. Ich muss auch dazugeben, noch wohlgemerkt, ich habe nämlich das Unboxing-Video beim Ralf von Ralfs Unboxing gedreht und es hat mir überhaupt nicht getaugt. Überhaupt nicht. Und vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht hochgeladen habe, dieses Video. Hier auf jeden Fall jetzt eben diese 3D-Effekte. Leider spiegelt sie extrem. Ist echt große 3D-Lenticular-Bilder. Also ist halt eine Schallplattengröße. Ist schon cool. Und hier dann noch eben der Marshmallow noch einmal. Aber hier sieht man fast nichts, was ich sehr schade finde. Und hier noch einmal dann weiterhin der Marshmallow-Mann. Und ich habe sogar hinten drauf sogar den Preis draufgeklebt. 49,99€ und wirklich ohne Scheiß. Also diese Edition ist gerade mal für mich 20€ wert. Und mehr nicht. Also sorry für alle, die Ghostbusters-Fans sind, aber diese Edition ist einfach ein No-Go. Und
ich liebe so gerne solche Schallplatten. Ich bin auch Schallplattensammler. Also ich habe zwar keinen Schallplattenspieler mehr, aber ich sammle einfach Schallplatten von meinen Bands, ist völlig klar. Aber diese Edition war mir wirklich, also da war ich wirklich entsetzt. Gut, ich wurde auch dazu gezwungen, oh, komm, kauf dir das Zeug. Ich habe es auch schon wieder zurückgelegt gehabt, aber habe es dann doch angeguckt, okay, ich kaufe es doch. Naja. Auf jeden Fall war Fehlkauf, definitiv, und könnte mich immer noch ärgern, wie die Sau, da ich sie habe. Ich würde sie euch für einen Freundschaftspreis von 30 Euro anbieten. Wer sie haben will, kann sie gerne abkaufen. Ansonsten kommt die einfach auf eBay mit hin und die ist auf jeden Fall nicht mehr bald bei mir zu Hause in meiner Sammlung. Ja, aber es haben ja auch wieder einige mitgemacht vom Gewinnspiel und es haben wirklich einige auch richtig geraten, zumindest gewusst, ja, gerade kann man jetzt sagen. Und echt cool für euch, dass ihr auch dieses Ralfs Unboxing Follow Me One angeguckt habt, diese 2,5 Stunden, und ich hoffe, ihr habt auch damit Spaß gehabt. Aber jetzt machen wir hier diesen schönen Deckel auf. Und da haben wir jetzt hier nämlich, ich habe jetzt hier mal nach den Leuten sortiert, die nämlich gepostet haben. Da habe ich hier nämlich einmal den Grunwaldski Tüfek. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, liebe Forris, warum werden deine Zettel immer kleiner? Kann ich euch sagen. Denn meine Papier geht langsam zur Neige. Und deswegen halt in kleiner Schrift, aber man kann trotzdem lesen. Dann der Movie-Fan 1982, der sich immer wieder extrem viel Mühe gibt dafür, mir meine Antwort zu geben. Und wirklich, du machst auch jedes Mal Bild bei mir. Dann der Fallandil N macht eigentlich auch sehr oft mit. Und ich hoffe, ihr habt diesmal Glück. Und natürlich auch die Unboxing Boys dürfen auch bei keinem Gewinnspiel bei mir fehlen. Ne, ist klar. Dann der Uwe Günzel, auch sehr oft dabei schon gewesen. Ich gucke gerade nach meiner Katze, die tut nämlich gerade eben nämlich in den Schrank reingucken. Dann der Thorsten Lieb. Und hier der Master Chief 1985. Der Alex, na, geh her. Dann CF Unboxings. Ihr fragt euch bestimmt, warum die Katharina in der Kamera so leise ist. Die sitzt gar nicht in der Kamera. Die sitzt da drüben und liest nämlich gerade den Jakob-Katalog durch. Aber sie macht auf jeden Fall dann das Gewinnspiel für Los und auf jeden Fall mit. Ne? Aber sie wollte wegen ihrer Ruhe noch haben, kann ich auch verstehen. Dann der Gärkampfsocke, auch ein sehr witziger Name. Dann der Sammler, auch sehr oft schon dabei gewesen. Dann der Livi-Tion. Ja, und natürlich mein Namensvetter darf natürlich auch nicht fehlen, Stefan R. Dann haben wir hier den Volksfestchecker. Du kannst gerne mal nach Bayreuth kommen und das Bayreuther Volksfest abchecken. Mal gucken, wie dir das hier gefällt. Dann hier, dann Kings Rapacit. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dann der Chris Kür, auch schon öfters dabei gewesen. Der Simon Harper. Der Silbermoon 85. Hier mal ein neuer Abonnent, der erst vor kurzem auf mich gestoßen ist, der Blood Punch. Ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Ja. Ist mir sehr wichtig, dass ihr Spaß bei mir habt. Dann der Sven
Kuck, uck. Kuck, uck. Ja. Und auch noch ein neuer Abonnent, der Big Daddy. Vielen herzlichen Dank für deine lieben Worte, was du mir geschrieben hast. Und früher Asia Movie Express, nun heißt er Magic Cinema. Und er hat richtig Glück gehabt, er hat mir 4 Minuten vor Schluss vom Gewinnspiel noch schnell einen Kommentar abgegeben. Also hat er richtig Glück gehabt. Aber jemand fehlt in diesem Gewinnspiel. Der Björn Kramer. Aber der liebe Björn hat zu mir geschrieben, er macht diesmal nicht mit, damit ihr mehr Glück habt beim Gewinnspiel. Da er schon zweimal bei mir was gewonnen hat. Und das war eine sehr nette Geste vom lieben Björn. Auf jeden Fall, jetzt kommt die Karine vor die Kamera und sie verlost jetzt halt euch, der gibt jetzt den Gewinner bekannt, der Fast and Furious 7 und den Gutschein vom Megastore Palast gewinnen wird. Und viel Spaß, bis gleich. Zack, zack. Ja, ich bin ja schon da. Liebe Filmfreunde, der Fuß hat wieder einen Stress gemacht. Es tut mir leid, ich bin erst jetzt hierher gekommen, weil ich so erkältet bin, dass ich mich lieber zurückgehalten habe und nicht euch dazwischen husten wollte. Möchte ja keiner, ne? So eine Husterei im Hintergrund. Jetzt versuche ich mich zu beherrschen, nicht zu husten und nicht zu schniefen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Hier haben wir unseren Würfel. Da sind die ganzen Teilnehmer drin. Es wird einmal kräftig geschüttelt. Das ist diesmal wirklich nicht so viel. Aber nichtsdestotrotz, da ist die Chance für den Einzelnen schon größer. Mal auf. Schauen wir doch mal, was es hier gibt. Und schauen wir mal. Gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Thorsten Lieb. Herzlichen Glückwunsch, lieber Thorsten. Ja, der Stefan ruft von hinten rein. So, und jetzt. Und Thorsten, was ist dein Gewinn? Du weißt es sicher noch. Diese wunderhübsche Fast and Furious 7 Steelbook ist dein. Noch dazu, bei diesem Gewinnspiel gibt es den Gutschein vom Megastore Palast. 5 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Und noch einmal vielen, vielen Dank fürs Mitmachen zu diesem tollen 900 Abonnenten Special. Thorsten, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt noch einmal der Vorhieß. Ja. Super, lieber Thorsten, herzlichen Glückwunsch an dich, an Fast and Furious 7. Ich schreibe dich per Facebook oder beziehungsweise bei YouTube an. Und der Gutscheincode hier unten schreibe da rein und wird dann, sobald ich eine Adresse habe, zu dir nach Hause geschickt. Und alle anderen, es tut mir furchtbar leid, dass ihr immer noch nicht gewonnen habt. Ich weiß, ihr seid wirklich, habt so oft mitgemacht, es tut mir wirklich leid. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Und auf jeden Fall, ich hoffe, das kleine Verlosungsvideo euch gefallen mit dem Unboxing wieder von der Stay Puft Edition. Und jetzt wisst ihr mal, warum ich die auch nicht angeboxt habe. Und, liebe Freunde, ihr könnt mich schon abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, euer Fäusen80. Tschüss!